Hallo meine Freunde, es ist schönes Wetter. Ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Das wird der letzte Tag im Sommer hier oben, den wir hier oben verbringen werden. Wir werden jetzt noch erst einmal das Lebensmittellager zu Ende bauen, damit unsere Bewohner, die hier hochgehen, Zugriff auf Lebensmittel haben. So, wir brauchen jetzt. Alle Fälle habe ich ja mal gesagt, viele Rundhölzer. So, die restlichen Blätter, die packen wir hier rein. So, Rundhölzer. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir erst einmal diesen Ort hier verlassen und die ersten zwei hochschicken zum Arbeiten. Wir brauchen Rundhölzer. Und von den beiden werden wir, naja, mal sehen. Oder müssen wir noch ein Haus fertig haben, dass wir noch jemanden in den Holzschuppen stecken können. Mal sehen, da müssen wir uns noch entscheiden. Holzstämme 70. So, jetzt werden wir zwei Mann hier hochholen in die Mine. Und zwar unsere Leute. So. Wir brauchen in der Gewinnung, brauchen wir Barnim nicht, Batilda nicht,
Na gut, der Edmund, der ist 25, den holen wir hier hoch. F. Gewinnung. Mine. Leerer Slot. F. Ach so, gut. Der Edmund. F. Bergmann. Gut. Und jetzt gehen wir in die Mine. F. Wieso ist denn da keiner drin? Leeren Slots zu heißen. Machen wir mal. F. Wo ist denn der Edmund? Hier. F. Bergarbeiter. F. Pass auf. Und jetzt hier noch eine Frau. Grüß, da ist 25. Was haben wir denn hier? Ne, die ist zu jung. Die Niataka ist auch zu jung. Wähle mir zu Wunder. Ne, die sind mir schon wieder zu alt. Also kommt doch eine von den Jungen hier. Ach ja, die Griselda, die ist 24. F. Bergarbeiter, Gewinnung, genau. Griselda und Edmund, die kommen jetzt hier in, den, in das Haus. N. Häuser. Hier rein, einfaches Haus. F. Bewohner zuweisen. Griselda. F. Leeres Slot zuweisen. Der Edmund. F. Gut, die sind jetzt hier oben alle beide. Haben eine Gewinnung. Eine 2. Und die kriegt jetzt in der Mine. Kriegen die erstmal. Die Mine wird erstmal zugewiesen, was wir dort machen. Also werden wir hier erstmal die Produkte einstellen. Mine. F. Was brauchten wir denn? Wir, die brauchen Spitzhacken. Alles klar. Ich würde sagen, die machen von allen 20%. Stein, Salz. Acht Steine. Viermal Salz. Viermal Kupfererz. Viermal Zinnerz. Das hätten sie auch anders machen können. Und Eisenerz wird alle zu viel werden. 1,6 mal, naja gut. Hätten wir auf jeweils zweimal machen können, da wäre das eine runde Zahl gewesen. Gut, alles klar. Und die brauchen 8, 4, 12, 16, 16 mal 2 ist 32. Und so eine Spitzhacke, die hat 10, ne? 50 Haltbarkeit. Schauen wir mal. Die müssen wir unten machen, die Steinspitzhacken. Dann wird er bloß noch zweimal zwei Steinspitzhacken. Ich habe doch vier allein getan. Oder habe ich die mitgeschleppt? Nee, nee. Haben die schon wieder verbraucht? Also, müssen wir hier in der
Und wir gucken noch mal hier rein. Was haben wir jetzt an? Was haben wir jetzt an Steinmessern drin? Steinmesser haben wir jetzt 46. Steinäxte 16, Steinspitzhacken 41. Gut. Dann machen die jetzt in unserer Schmiede. Das ist Produktion. Das machen wir zu hier. Produktion, Schmiede. Schmiede, F. Steinmesser. Gucken, ob wir irgendwie auf eine runde, auf eine ganze Zahl kommen. 8,01. Naja, gut. Machen wir 6er und dann brauchen wir Steinspitzhacken. 42% sind 5,4. Alles klar. So, jetzt bauen wir den hier noch ein feines Lagerfeuer. Ein Steinlagerfeuer. Und zwar brauchen wir da 12 Steine und 6-mal Brennholz. Haben wir uns 12 Steine, was zeigt überhaupt unsere Uhr? Müssen wir gleich mal gucken. Das Geleier geht mir hier echt auf den Sack. Entschuldigung, ist so. Steine. F. Und 6-mal Prinz. Spittel wegmachen. Stellen wir hier noch zwei Bänke hin und drei, holen wir uns noch drei Rundhölzer.
So, dann wollen wir mal sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt zeigt die Uhr, wie spät haben wir es? 12.45 Uhr. Vielleicht schaffen wir noch etwas. Wir brauchen. Alle Fälle. Seht ihr Holz, 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 Holzstämme hier. F 25, 27. Was lag beim Hoch? Die Holzstämme. Halt. I. Und rund 80, 83 Steine. Zehn Steine haben wir noch drin, wir brauchen noch ungefähr 73.
Ja, was anderes bleibt doch nicht übrig, als die alle platt zu machen. Fortsetzen. So, jetzt wollen wir das ja noch fix konfigurieren. Jetzt haben wir das konfiguriert und dann müsste das eigentlich mit dem Bauen relativ zügig vonstatten gehen. So, das machen wir als erstes mal die Batterie. Wenn wir jetzt uns nicht bewegen. Wieso, was haben wir jetzt noch drin? Die muss ich erstmal ablegen, damit ich mich bewegen kann. Alles klar. Was ist denn das? Hat er keine Bretter mehr oder was? Bretter drin dabei, was soll denn das jetzt? Wieso kann ich das nicht von innen bauen? Quatsch. Naja, gut. Thank you.
So, gut, jetzt noch hier den Boden rein und dann haben wir den Stein. Das zweite Haus haben wir fertig, alles klar, wie spät haben wir es? Wir haben 17.16 Uhr, kurz vorm Feierabend und wir flitzen jetzt zurück ins Dorf. Sind überhaupt hier oben schon welche angekommen, die hier oben arbeiten? Legen wir. Na ja gut, ich sehe noch keinen, der dahin arbeitet. So, die Armbrust wieder in die Hand. Und jetzt geht's los. Wieder runter Richtung Heimat. Erstmal runter Richtung Fluss. Und da dort ist schon wieder ein doofer Eber. Aber den lassen wir ganz eiskalt, nicht diesmal nicht links, sondern rechts liegen. Weg. Auch die sind jetzt schon oben angekommen, ne? Das ist gut. Na, Kollege Elch. Oh, da liegt Holz. Ja, das nehmen wir doch mal mit, die Stelle. War nett von mir. Da liegt auch noch eine Axt, alles klar. Da waren doch irgendwelche Holzfäller unterwegs hier. Und jetzt gehen wir uns waschen. Ehe wir nach Hause gehen, müssen wir uns waschen gehen. Sonst haut uns Badilda aus, wenn wir riechen wie ein Iltis. So, nun sind wir aber trotzdem schon wieder 36 Minuten hier unterwegs.
in dieser Folge. Meine Freunde, ich verabschiede mich. Wir sind jetzt wieder in unserem Dorf angelangt. Es ist 18.49 Uhr. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich gehe mich jetzt baden und dann nach Hause. Alles klar, meine Freunde. Oh, hier sind wieder fleißige Mädels unterwegs. Die fegen schon wieder die Häuser. So, und jetzt ins Wasser. So, und jetzt werden wir noch zwei nach oben verlegen. Rasimir tut sich hier baden und ich sage schon mal Tschüss, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns im Herbst wieder. Alles klar. Tschüss.